Warte mal, ich will erstmal, ich laufe um die Ecke. Warte mal, ist doch bestimmt noch was, oder? Aha. Oh, Sacre Bleu. Oh! Le Geldbündel! Très bien. So, 500 Euro und wir sind bei 480 Euro. Immerhin. Ich hoffe, wir brauchen das Geld auch noch. Sie ist geflohen und musste sich verstecken und da hat sie in dem alten Zug gepennt. Ja, das ist natürlich die logische Erklärung, aber warum da? You looking for anything special, little lady? So what are you, a city guide? That's right, I'm a city guide, all tastes and interests catered for. Good, I need directions. I'm trying to find a man called Bouchard. Do you know him? That's not a healthy kind of question to be asking. Don't tell me Paris is dangerous. Oh, we got all kinds of rough stuff here in Paris, including our own serial killer. You heard of the Monstrum, huh? You heard of him? Okay, und wieder werde ich hier dumm angemacht. Also sind alle männlichen Figuren wieder so übermäßig sexistisch oder was? Ja. Ja. The Monstrum is a him. Aha, okay. Also, ich habe ja nach Bouchard gefragt. Das ist ja scheinbar den wir jetzt suchen. Bezüglich des Notizbuches haben wir ja mitbekommen, dass der das irgendwie an uns weiterleiten wollte. Aber scheinbar hat er hier einen ziemlich gefährlichen Ruf, ne? Von wegen, ne, dass diese Frage sollte man nicht stellen. Also, das Monstrum ist ein Er. Woher weißt du denn das? Was weißt du wirklich über das Monstrum? Ja, das Erste, ich will mal wissen, ist es denn ein Him? Ne? Ist das ein Pronomen? The Monstrum is a him? How do you know that? I don't know what it is, but I'd watch my rear on the streets if I didn't know my way around. Which you obviously do. So how do I find this Bouchard? He won't have time for casual callers. Been having staff problems at his club, I hear. Bouchard runs a club? Yeah, Le Serpent Rouge, flashy joint. Why should losing staff be such a big deal? Because these staff are dying on the job, messily. No one knows why or how. You don't think Bouchard's up to handling it? Keep your voice down. Bouchard can handle all he needs to. But this is something different. Something creepy. His people didn't die pretty. It's got him really shaken. Is it the Monstrum? Who knows for sure? I just tried to keep my nose clean. You should too. So you've no idea where Bouchard is? No. Well, I'm sure someone does. I'll ask around. Yeah, do that. Why don't you try Café Metro? Er muss ja eine Sache sagen. Erstens, was macht er da? Raucherpause. Arbeitet wahrscheinlich im Aldi oder sowas, ne? Macht mal kurz eine Raucherpause hinten im Hinterhof oder so, keine Ahnung. Zweitens, warum, ist jetzt mal ehrlich, wenn der nachher so auf mich zukommen würde und die ganze Zeit so angepisst mit mir sprechen würde, dann würde ich auch sagen, weißt du was, Mädchen? Bei aller Liebe. Aber ich muss dir keine Fragen beantworten, wenn du so mit mir sprichst. Weil das Lara ist schon ein schöner Reiz hier. Auf der anderen Seite, ja, Café Metro müssen wir jetzt hin, bla bla. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mit wem rede ich denn hier? Wer bist du denn? Und Bouchard, ein Club. Aha. Eine Disco scheinbar. Ja, die Entwickler waren so müde, dass sie permanent von Cafés sprechen müssen, ja. Who do I talk to there? The owner? Hey, I'm kidding, ready? The guy's a complete loser. Forget it. Go home. Do something recreational, which is where I might be able to help. A bus? No, thanks. Having to keep low, eh? That's hard. Especially with the cops being so trigger happy. Should I give Bouchard your regards when I find him? No, don't do that. But if you are at a loose end, look me up. I'm sure we could find something diverting for you. You know, something special. See you around. Okay, ich wurde jetzt im Eingespräch zweimal sexuell angemacht und belästigt, ne? Also, wir wollen mal festhalten, wir hatten ja bis jetzt mit zwei männlichen Figuren gesprochen. Der Obdachlose wollte Sex mit mir haben, der Typ wollte Sex mit mir haben, ne? Toll. Also, storytechnisch oder charaktertechnisch wieder feinste Sahne hier, ne? Also, jetzt mal ehrlich, ich verstehe schon, das soll so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen düster sein oder so ein bisschen gritty und sowas, aber ich muss sagen, ich bin echt kein Fan davon, wenn alle männlichen Figuren einfach nur durchweg Sexisten sind, weißt du? Also, das ist halt so, ja, mein Gott, das ist so 0815 irgendwie wieder. Du bist im Ghetto, ja klar, ich bin im Ghetto, naja, okay. Also, auch im Ghetto können bestimmt Leute leben, die nicht, wo?
bist denn du? Da laufen immer die krassesten Rapper rum. Oh, hier, Le Serpent Rouge. Da ist doch der Club. Wer bist denn du? Eine Lady von der Straße. Not a lot of passing trade at this hour. It's early yet. Move along, ma chère. You make the place look crowded. Na, aber froh. Vielleicht ziehe ich hier ein paar Leute an. Okay, also jetzt reden wir mit einer Prostituierten. Wow, Lara. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Wir sind nicht dieselbe Klasse. Wow. Also irgendwie will ich das einfach mal wählen, um mal zu gucken. Ich will jetzt einfach mal wählen, um zu gucken, wie die reagiert. Aber es ist, alter Lara, was bist du für ein Arschloch hier? Ich glaube, der Typ hat auf die gewartet. Der, ja, wahrscheinlich, ne? Ich sag es einfach mal. Tut mir leid jetzt, ne? Aber ich mach's einfach mal. I wouldn't worry. We're not in the same class. That attitude won't get you far around here, sweet thing. I just want to find someone. Name of Bouchard. You won't find him here, ma chère. He did run the club across the road. Le Serpent Rouge. But had to move premises. There was a lot of trouble, I heard. Things needed to lie quiet for a while. Ja, okay. Also es gab da ganz viel Ärger und da musste sich so ein bisschen, da musste ein bisschen stiller und ja werden, so dass man irgendwie sowas in der Richtung. Aber es wird jetzt sehr stark auf diesen Club da, auf diesen Club referiert. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal rein irgendwie. Und niemand weiß, wo er ist. Ah, Ärger. Oh. Trouble? Lost some of his best people. Very messy business. Made him nervous. And that's saying something. Do you know where he moved to? No idea. There are people who know, but if your mind wants to lie low, he won't be easy to contact. I'd have guessed as much. Everyone's in hiding. Not everyone, chérie. What do you want him for? I'm trying to track down a friend's movements. Lost, is he? Dead. But he made contact with Bouchard before he checked out. Tell you what, there's two guys who used to work at Le Serpent Rouge. Oh. So Bouchard didn't lose everybody? No. These two left before the troubles closed the place down. One's a miserable old devil called Bernard, who was the janitor there. He hangs about in the park sometimes. And the other one? The other one, Pierre, worked as a barman. Makes bad deals that backfire on him. He runs the cafe at the Place d'Arcade now. Café Métro. You never know, might be worth a shot. Yeah. Also, wir müssen jetzt Bernhard, einen alten Grumpy Grandpa finden im Wald. Im Park. Nein, nicht im Wald, aber im Park. Und dann noch den anderen Typen, okay, der im Café-Metro ist. Aber mein liebes Mädchen hätte das auch nicht. Eine Herzensgute, aber arme Frau sein können. Ja, bestimmt. Alles ist Mögliche, ne? Better, I think I have so far, thanks. Ja, besser als nichts. Ich meine, der hat mir bis jetzt die besten Informationen gegeben von allen, ja? Ich habe deinen Namen gar nicht gehört. Kannst du mir den mal verraten? Was macht den Kaffee-Besitzer so unglücklich? Nein, ich bedanke mich mal. Ich glaube, das ist nach den ganzen Informationen was ganz Nettes. Das kann man ruhig mal machen, oder? Better than anything I have so far. Thanks. I didn't catch your name. Janice. Oh, everyone Janice. Knows me around here. Look, be careful, chérie. Bouchard's a mean operator, and he's been targeted hard recently. Does anyone know who's causing Bouchard all this grief, or why? No, or they're not saying. The Monstrum has got everyone too scared to talk. I'd have thought Bouchard would be geared up for trouble. He can handle it all right. No one better. But the way his people has been dying. So ugly. And that poor woman. What woman? Someone called Carvier. She worked at the Louvre, it says on the radio. I don't want to talk about it. Carvier? No. You watch out, my share. There is a lot of sickos loose on the streets. Yeah. That's ja. Okay. Hab ich schon Some getroffen. Of us like it that way. Manche mögen das, wenn irgendwelche kranken Leute durch die Gegend laufen. Das sind die übelsten Stereotypen hier in Paris. Ich weiß, warum ich da nicht Urlaub machen möchte. Ja, ja, aber weißt du, wie du siehst, Paris ist eine sehr, sehr ruhige Stadt. Kaum Menschen sind hier unterwegs, ja. Ich meine, ist doch alles in Ordnung. Also, jetzt helfen wir mal hier. Aber Janice, vielen Dank. Du warst eine sehr große Hilfe. Also, ich freue mich. Also wirklich toll. So, ich würde sagen, wir gehen mal zum Café Metro. Das war bis jetzt der beste Tipp, den wir bekommen haben. Wir müssen nur die Treppe hier hoch. Ach, guck mal, da war gerade ein Grafikfehler. Okay, hier haben wir eine Blutlache auf dem Boden. Ne, soll wahrscheinlich eine Pfütze sein. Sind alle auf der Demo gegen die Rentenerhöhung. Genau.
Ist das hier der Park? Nee. Ach ja. Ist ich schon, guck mal, genau so. Das ist das, wie wir das Spiel sagen. Paris, alles dreckig, alles unschön. Du hast nur solche ekligen Orte. Was ist das denn? What the fuck? Das Geld? 640? War das Geld oder was war das? Sehr. Interessiert mich jetzt nicht. So, Café Metro. Café Metro, La Popo. Guten Tag hier. Warum ist hier niemand? Sag mal, ist Paris? Ist die Hauptstadt von... Ich war gerade... Oh, Alter, ist das spät. Ich wollte sagen, Paris ist die Hauptstadt von Paris, ja. Jetzt geht's schon los, Alter. Nein, aber warum ist hier niemand? Von Frankreich, von Paris, ja. Da leben Parisaner. Parmesaner leben da. Ist das hier dieses Café? Oh, Le Café? Oh, Café Metro? Bonjour! Oh nein! Da ist er, Curtis. Den kennen wir ja schon aus dem einen Custom Level. Oh, das ist auch so. Weißt du, das ist auch so ein Typ, der sieht einfach nur aus wie so 2000er Jahre in einer Person, weißt du? Mit seiner komischen Frisur und seinem komischen Goatee-Bart da, weißt du? Was macht denn der da? Also so liest man keine Zeitung, ne? Also umblättern geht anders. Da musst du am besten die Seite nehmen mit den Fingern und dann zur Seite bewegen und nicht einfach darauf rumwischen. Das ist kein Touchpad, ja? Das ist bestimmt ein Tokyo Hotel-Fan. Ja, so sieht doch aus, also. Alter, warum reflektiert er so hart hier? Das ist Nathan Drake für Arme, ja, ja. So ein bisschen, ja. So. Are you Pierre? Possibly. What can I get you? Information. Really? Well, everyone wants something for nothing. It needn't be for nothing. We could trade. Trade? You used to work at Le Serpent Rouge. Mm-hmm. I need to find your ex-boss, Bouchard. You don't look like police. Ja, das hast du gut erkannt. Aber weißt du, Lara ist auch hier in dem Teil so richtig so straight raus, ne? Ja, ich brauche Informationen, hab keinen Bock mit dir zu reden, komm zum Punkt hier, ne? But I deal with problems. Nö, aber ich kann mich um Probleme kümmern und sie so beseitigen. Ja, wie kannst du das wissen? Machen wir das Erste, komm. No, I don't. But I do deal with problems. Sort them out. And run errands, no doubt. If need be, and they pay well enough. Ah. What sort of problems? What sort of problems do you have? Any situations need clearing up? Difficulties removed? In exchange for information about Louis Bouchard. That's dangerous information. I'm a dangerous girl. And right now, I'm losing patience. I do have a situation that needs tidying. A retrieval job. Something I forgot to pick up from Le Serpent Rouge when I left in a hurry. It's mine, and I want it back. Why don't you just pick it up yourself? Two guesses. Bouchard? The Monstrum? Don't joke about the Monstrum. Bouchard ran a lot of operations there. The place will be staked out. Mm-hmm. Just tell me where the item is in the club. It's small. Small enough to fit inside one of the stage lights. What? The one that doesn't work. That's it? Okay. I can work with that. How do I get into the club? What? With this. This will get you in behind the stage area at the back. Return what's mine to me here, and I'll put you in touch with Louis Bouchard. I'm sure he'll be glad to hear from you again. He isn't going to. I just tell you where to find him. Then it's up to you. Okay. And if this doesn't work out, I know where to find you. Don't I, Pierre? Alter, Lara kann in dem Spiel ja nur drohen. What the fuck, Alter? Das ist ja wirklich so, sag mir, wo der ist, oder ich hau da eine rein, ne? Und ich, wie gesagt, wenn das irgendwie schief geht, ich weiß, wo du wohnst, Alter, ne? I'm a big, big one, a big, big one, ja. Yeah. I'm a dangerous one. Also, wir sollen jetzt nur mal, falls es jetzt noch nicht verstanden wurde, wir sollen jetzt in diesen Le Serpent Rouge Club gehen und sollen jetzt irgendein winziges Item holen, was in irgendeinen der Scheinwerfer, einen kaputten Scheinwerfer an der Decke ist. Und der kann nicht allein da reingehen, weil Ärger halt, ne? Wir müssen sozusagen jetzt das Laufmädchen spielen. Was für Lara in Ordnung ist, ne? Aber sie sagt so, naja, weißt du, wenn das irgendwie schief geht, dann bring ich dich um. Och! En passé, wenn du kacken musst, dann woanders. Hier ist alles zu. Alles vollgeschissen. Das tut mir leid. Ich hab gedacht, er hat einen Schlafanzug an. Ja, irgendwie. Sieht ein bisschen so aus, so.
Paris im Ghetto. Hier sind wir wieder. Also Paris ist echt ganz schön eine Geisterstadt. Was haben wir hier? Einen Kondomautomaten, oder? Ne, ist ein Postkasten, ein Briefkasten. Ein Postkasten, ja. So. Ich will mich auch noch ein bisschen umgucken. Hier gibt es noch bestimmt viel zu erkunden. Oh, was? It's not a big, big thing. Oh, guck mal. Café Metro, Sankt Acker, Parc de Lune, Herbeliste, Garage, Serpent Rouge, Pornshop. Okay. Le Serpent Rouge, La Garage. Where is La Garage? La Garage Grande? La Garage Fantastique. Ich hab eben getrunken, hab mich verschluckt vor Lachen wegen dem Kacken. Naja, ist doch so, ne? Ich meine, jetzt alles so. Guck mal, da liegt was auf dem Boden, da glitzert etwas. Ah, das würde ich auch gerne mal haben. Also einfach auf der Straße mal so ein Bündel 500-Euro-Scheine finden. Curtis. Boah, ganz cooler Dude, ne? Mit seinem Motorrad hier. Der ist ja richtig knorke. Groovy. Ein richtig, richtig geiler Dude hier, weißt du? Richtig auch Ficker, wie die jungen Leute sagen heutzutage hier. René's Pornshop? Okay, René, kenne ich dich. Oh, guck mal, hier können wir was klauen. Oder? Wer bist denn du? Open for business. You managed to get in, didn't you? Just checking. I didn't want to waste your time, or mine. Discretion is my middle name. Especially with strangers who just walk in off the street. Da ist nicht der Sinn von einem Pornshop, dass ich da reinkomme und... Naja. Wer ist das deutsche Wort von Pornshop hier? Ich weiß, was es ist, aber ich weiß gar nicht, wie übersetzt man das denn? Tauschhändler? Ne, wie nennt man das? Also... Ja, egal. Kannst du deine Fresse halten? Eine ganz direkte Frage. Könnte ich fragen. Interessierst du dich für legale Nettigkeiten? Ja, das klingt doch... Weiß ich, frag mal, wo seine Schnauze halten kann. Keep your mouth shut. Depends what's in it for me. Are you buying or selling? How much for these? Ja, also... Verkaufen musst du einfach mal. Ich hoffe, ich meine jetzt hier nichts falsch. Also nicht, dass ich das später noch brauche, aber... Verkauf's einfach. Pornshop, Erotikladen, nein. Pfandhaus, ja. Pornshop, genau, das ist es. Danke für das Geld. Ich kaufe mir langsam mein Vermögen wieder zurück. Das ist ohne sehr interessante Perspektive. Bäh. Warum haben die Brüste eine Jiggle-Animation? Warum wackeln die? Siehst du das? Warum? Weißt du, die hatten für nichts Zeit. Die hatten nicht Zeit, hier eine ordentliche Story zu kreieren oder sowas. Aber Hauptsache die Brüste wackeln. Vor allem wie, die wackeln auch noch mal ein paar Minuten, also ein paar, ja, so drei, vier Mal. Das ist ja nicht sozusagen so ein hartes Wackeln, das ist so ein richtiges Wackelpudding-Gelee-Wackeln. Ja, ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Naja, gut, ich gehe mal hier unten lang. Oh, Garage? Es gab Präferenzen, ja. Garage kann ich noch nicht rein. Das gibt es aber ganz vielen Spielen. Da gibt es sogar eine Doku drüber, über die Physik von Brüsten. Ja, gut, warum nicht? Oh, hier kommt man in den Dings rein, aber ich möchte erstmal den alten Mann im Park finden. Wo ist er denn? Den Park will ich kurz noch finden und dann können wir uns in den Club begeben. Wo ist der alte Sack? Was haben wir denn hier? Ist hier was von Bedeutung? Okay. Na gut, dann nicht. Wow, Paris ist echt ganz schön dröge hier, oder? Also meine Fresse. Oh, Herbeliste. Medikamente.
Das war dein wichtigster Mitarbeiter bei Core Design, genau. Der wird sein. Do you need any help? I'm looking for someone. Name of Bouchard. This is just a herbalist, sir. We stock medicinal potions and herbal extracts. So he isn't a customer of yours? A customer? No. Would you like to purchase something? I'm told there's a story about a doorman in this area. Do you know it? The doorman is Bouchard's bodyguard. Find him, and I find Bouchard? Yes, probably. What would I need? Money. A password. Who would know the right password? I'm afraid I can't help you there. Okay, thanks anyway. Aber schön, dass er durch, dass er scheinbar per Gedankenübertragung mit uns kommunizieren kann. Das Paris in Baphomet 2.3 sieht genauso trist aus. Das waren halt noch die glorreichen PS2-Zeiten, da sah ganz viele Spiele so aus. Ja, Katze. Tut mir leid, ich muss mal ganz kurz meine Katze streicheln. Die hat gerade schon wieder rumgeweint. Die wollte gerade ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Wow. So, kann ich irgendwas klauen? Le Miaus. Le Chat. Ah, heißt Katze. Wisst ihr Bescheid. So. Ich glaube, das da linke sieht so ein bisschen parkmäßig aus. Oh! Le Parc! Le. Lire Rolle Polizei! Parc de Lune! Le Enter, le Parc de. Oh, da ist er! Ich hab auch keiner. Oh, sag mal. Das ist aber echt traurig so. Weißt du, so zwei, drei Leute sind hier in ganz Paris unterwegs, der Rest. Ja, schauen wir nicht. Nur aufpassen, dass ich nicht wieder die Tastatur knülle, ja. Leave me alone, I'm busy! Was? Leave me alone, I'm busy! Was? Leave me alone, I'm busy. Okay. Wir halten mal eine Sache fest. Ein alter Mann steht im Park, alleine rum. Das hat. Ich find's halt lustig, weil ich hab das schon beim Angry Video Game Nerd gesehen, ja. Genau diese Stelle. Ein alter Mann steht alleine im Park rum. Sieht wirklich. Sagt, ich bin beschäftigt. Der sieht aus wie der letzte Mensch auf Erden, der beschäftigt ist. Vor allem, warum sitzt denn der nicht? Warum steht denn der hier rum? Der kann sich doch mit seinem Arsch da hinsetzen. Das ist jeder Rentner, die haben alle keine Zeit. Genau. Leave me alone ein bisschen, okay. Ich lasse dich mal in Ruhe mit deinen ganzen Sachen hier. Also es muss anstrengend sein, ne? Hier im Park rumzustehen und nichts zu machen. Kann ich auch einfach durch? Ich bin nicht stark genug. Ich komme nicht durch, das tut weh. Gut, dann gehen wir jetzt. Dann werden wir uns jetzt mal in die Disco begeben, ne? Ich sag mal so, ich mache jetzt noch bis 1 ungefähr. Nur eine halbe Stunde spiele ich noch, dann haben wir doch dafür, dass das heute so frustrierend angefangen hat, haben wir doch einiges geschafft. Also ich bin ganz zufrieden. Kann ich hochklettern?